Kurz, kurz, kurz. Da der Vorredner mich direkt angegriffen hat, aber nicht den Antrag selbst gelesen hat, einfach eine Richtigstellung. Die Linke fordert keinen CO2-Preis im Verkehr und Wärmebereich von 180 Euro, sondern ganz im Gegenteil. Wer unseren Antrag gelesen hat, weiß, wir lehnen die Umlage auf die Mieterinnen ab. Ein CO2-Preis muss sozial gerecht sein. Er muss die Verursacherinnen treffen. Und sozial gerecht wäre im Energiesektor. Dort wäre ein Mindestpreis gerecht. Ein CO2-Preis, der nur die Verbraucherin trifft, ist sozial ungerecht und den lehnen wir ab. Vielen Dank. Herr Bernhard, möchten Sie reagieren? Moment. Aber bitte also erstens, auch kurz, bitte. Ja. Ich versuche so kurz wie möglich. Nee, Sie müssen. Fakt ist doch, dass Sie diese 180 Euro wollen. Sie wollen einfach eine Umverteilung machen. Der entscheidende Punkt ist, dass Sie diese 180 Euro wollen und dass Ihnen auch in der Debatte zur Einführung der CO2-Steuer die 25 Euro zu wenig waren. Das ist doch der Fakt und das müssen Sie mal da draußen den Bürgern auch sagen. Sie wollen 180 Euro und irgendwie ein Märchenonkel da draußen soll es bezahlen. Ist doch klar, wenn Sie eine CO2-Steuer einführen, dann müssen die Menschen da draußen das auch bezahlen. Das ist doch völlig klar. Fertig. Und darum geht's. Sie wollen die Menschen noch mehr belasten. Und Ihr Antrag ist nichts als Schall und Rauch. Danke. Das Wort geht an Klaus Mintrup von der SPD-Fraktion.